Ja, seit gestern ist klar, wer für die abtretende Baselbieter SP-Nationalrätin Susanne Leudenegger-Oberholzer in Nationalrot nachrutscht. Das ist Samira Marti und wir haben Samira Marti heute treffen dürfen. Frau Marti, ich bin von Basel, Sie sind aus der Region Basel, wir treffen uns hier aber vor dem Bundeshaus. Sind Sie schon mal ein bisschen Bundeshausluft schnuppern? Es ist jetzt eigentlich eher ein Zufall, dass wir uns hier treffen. Ich bin heute durch den Tag hier unterwegs, weil ich hier arbeite und werde später noch auf Zürich fahren. Von dem her bin ich schon ziemlich viel im Zug heute. Jetzt Frau Marti, Sie sind 24 Jahre alt. Sie lösen Fabian Molina als jüngstes Parlamentsmitglied ab. Das Alter 24 ist ein grosses Thema. Ist es eher ein Fluch oder ist es eher ein Segen? Ist es eine Chance oder ist es eher wie eine Last? Ich blende das eigentlich ziemlich aus, weil es ist eine Tatsache, dass ich jung bin. Ich habe das Gefühl, es ist ein Vorteil für die junge Generation, weil die ist relativ unterrepräsentiert im Parlament heute. Aber ob man mich jetzt mag oder nicht als Politikerin, glaube ich, soll nicht vom Alter abhängig sein. Wie werden Sie sich durchsetzen im Nationalrat? Vor allem auch, eben, weil Sie so jung sind. Was haben Sie für Pläne? Wie werden Sie auftreten? Ich werde weiterhin so auftreten wie bisher. Ich glaube, ich werde vor allem in wirtschaftspolitischen Fragen auftreten, und zwar auch dank meinem Studium. Ich bin angehende Ökonomin. Ich glaube, dort habe ich eine gewisse Dossiersicherheit und auch ein Vertrauen gewonnen bei den Leuten, gerade auch im Kanton, wo ich sehr verankert bin. Und ich glaube, mit dem werde ich auch ernst genommen. Jetzt haben Sie wohl eine Nacht darüber schlafen über das Ganze. Was hat es für Reaktionen gegeben von Kollegen, vom Freundeskreis, Familie, vielleicht auch Parteikollegen etc.? Ich habe sehr, sehr viele Reaktionen bekommen. Natürlich. Es war natürlich auch ein bisschen Baselbieter Politkrimi in den letzten Tagen. Ich bin immer noch ein bisschen überwältigt von all diesen Nachrichten und bin auch dran, sie noch alle zu beantworten. An wen werden Sie sich wenden, wenn es jetzt so ein bisschen in Richtung Nationalrat geht? Ich spreche Fabian Molina an, wo es heute auch ein Selfie gegeben hat, mitten, es ist gepostet worden. Ist es schon etwas, wo Sie werden jetzt Tipps holen von einigen Leuten oder von wem? Ich glaube, es ist sogar sehr wichtig, es ist essentiell in der Politik, dass man nicht das Gefühl hat, dass man alles am besten weiss allein. Ich werde auf meine vertraute Leute zurückgreifen. Da ist sicher der Fabian Molina einer davon, aber da gehören auch andere dazu, wie Matthias Meier oder Leute, die gar nicht im Parlament sind, die sonst sehr viel Erfahrung haben. Und dazu auch zum Beispiel jüngere Menschen im Kanton, die ja letzte Woche grosse Proteste gemacht haben gegen den Bildungsabbau, wo ich mich auch ein bisschen als Stimme von ihnen verstand. Von dem her werde ich sicher mit sehr vielen Leuten in Kontakt sein. Das heisst, mit wem kann man jetzt Miriam Marti in der Kaffeepause antreffen? Ist es eher die jüngere Generation? Sind es die SPler? Ist es vielleicht auch mal ein Gegner, wo man Kaffee trinkt mit dem? Ich glaube, ziemlich mit allen. Ich finde, das ist noch etwas zu früh zum Beurteilen. Ich weiss es erst seit knapp 24 Stunden, dass ich hier hin werde kommen. Aber ich werde auf jeden Fall einen Kaffee trinken, das weiss ich. Sie sprechen es an, Sie wissen es erst seit 24 Stunden. Ist es etwas, wo Sie immer sagen, doch, ich bin total bereit? Oder ist auch ein gewisser Respekt davor, gewisse Unsicherheiten? Nein, das nicht. Ich bin 2015 antreten, klar, mit dem Anspruch auch in das Parlament zu kommen. Ich habe nie nur kandidiert pro forma. Für mich ist immer klar, die Politik, das ist mir ernst. Ich fühle mich wohl drin, ich bin gut in dem und darum ist für mich klar gewesen, gestern, ich nehme das Amt an. Jetzt sind Sie ja extrem grosse Fußstapfen, die Sie reintreten von der Susanne Leutenegger-Oberholzer. Wie wollen Sie das angehen? Haben Sie da einen Plan, wie Sie sie eigentlich können vertreten können zum Nationalrat? Ich werde nicht den Anspruch haben, Susanne Leutenegger-Oberholzer zu vertreten. Ich habe den Anspruch, die Frauen zu vertreten. Ich habe den Anspruch, die jungen Menschen in diesem Land zu vertreten. Ich habe den Anspruch, für die Interessen von der grossen Mehrheit in diesem Land einzustehen. Aber ich werde mich nicht auf so Einzelpersonen versuchen zu konzentrieren und die zu kopieren, sondern meinen eigenen Weg zu gehen. Sie haben in anderen Interviews gegenüber anderen Medien schon gesagt, dass Sie viel von der Frau Leutenegger-Oberholzer gelernt haben. Wird sie sie jetzt auch noch betreuen? Werden sie jetzt so ein bisschen auch noch unter ihre Fittich genommen, bis es dann so weit ist? Also im Moment wird vor allem Frau Leutenegger-Oberholzer ihre Zeit im Nationalrat noch beenden und die wichtigen Geschäfte noch beenden. Und wie es dann noch weitergeht, sehen wir. Was sind Ihre Ziele, Frau Marti, im Nationalrat? Mein Ziel ist, dass wir eine finanz- und steuerpolitische Wende hinbekommen. Ich komme aus einem Kanton, der sehr stark betroffen ist von dem. Ich bin auch politisiert worden durch den Abbau in der Bildung und in der Kultur. Und das ist nicht nur ein Baselbieter Problem, das ist ein nationales Problem. Und da braucht es auch Lösungen von Bundesbern. Wissen Sie denn schon, wenn Sie Nationalrätin werden? Gibt es da schon ein konkretes Datum? Da weiss ich gleich viel wie Sie. Und zwar das, was Frau Leutenegger-Oberholzer am Wochenende kommuniziert hat. Spätestens im Dezember. Jetzt
Ja, wie kann man sich jetzt noch die Zeit vorstellen? Wie werden Sie sich jetzt noch weiter vorbereiten denn auf das Amt? Sie haben gesagt, einige Ämter, die Sie jetzt, also Sie arbeiten hier in Bern, werden Sie niederlegen, weil Sie sich voll und ganz darauf konzentrieren. Wie wird die Zeit jetzt bis Sie Nationalrätin sind, aussehen? Also ich werde sicher in erster Linie meinen Job noch machen. Ich bin immer noch angestellt. Und ich werde zusammen mit meinem Team und mit meinem Chef schauen, auf wen genau ich den Job beende. Der Grund, wieso ich dort aufhören möchte, ist, dass ich nebenan noch studiere und jetzt schon eigentlich sehr ausgelastet bin, ressourcentechnisch, und dass nicht das machbar wäre, ein seriöses Nationalratsamt auszuführen, und es wäre auch nicht machbar, seriös mein Studium zu beenden. Darum werde ich den Job kündigen. Wenn Sie dann in den Nationalrat eintreten, dann ist es ja nicht mehr lang, bis dann die eidgenössischen Wahlen auch stattfinden. Es ist eine relativ kurze Zeit, es ist ein Jahr. Ist es eine zu kurze Zeit? Sind Sie zuversichtlich, was das angeht? Ich bin eigentlich schon zuversichtlich. Ich bin im Kanton aufgewachsen, in Baselbiet. Ich habe hier politisiert, ich kenne sehr viele Leute. Ich habe das Gefühl, ich weiss auch, wo der Schuh drückt bei den Menschen vor Ort. Und natürlich ist ein Jahr wenig Zeit, aber schlussendlich wird man im Kanton wieder gewählt. Und ich habe das Gefühl, da sind wir auf einem guten Weg. Spüren Sie denn eine Unterstützung von Ihrem Kanton, von Ihren Parlamentskollegen etc.? Ich verspüre sehr grosse Unterstützung. Also ich habe wirklich über hunderte Reaktionen bekommen seit gestern oben. Sehr viel auch aus dem Tal, wo ich aufgewachsen bin, vom Dorf, wo ich herkomme. Und das ist natürlich sehr schön zu spüren. Ist es Ihnen auch wichtig, dass Sie auch in Zukunft nicht vergessen, wo Sie herkommen? Also dass Ihnen der Kontakt mit Ihrer Heimat, mit dem Baselbiet auch, dass Sie den weiter erhalten? Ja, sicher. Ich wohne in Liestl und ich werde auch weiterhin dort wohnen bleiben. Und dort bleibt auch mein persönliches Umfeld. Ja, dann wie sieht jetzt noch der Tag aus? Also eben, Sie haben gesagt, Sie hüpfen im Moment gerade von einem Medientermin zum anderen. Heute ist gerade ein bisschen stressig. Haben sich sogar müssen freinehmen, um all diese Medientermine können bewältigen. Wie geht es jetzt weiter heute? Ja, ich werde jetzt noch ein paar andere Interviewanfragen beantworten und dann irgendwann spät zu oben mal noch mit meinem Freund essen und that's it. Jetzt eine Frage hätte ich noch. Das ist vielleicht eine persönliche Frage, weil wir Schweizer sprechen ja eigentlich nicht so gerne über Geld. Aber eigentlich kann man ja jetzt sagen, mit dem Eintritt in den Nationalrat haben Sie plötzlich Geld, gegen die 100'000 Franken. Ist das für ein Gefühl? Was macht man denn mit dem? Das ist definitiv nicht eine Frage, die ich mir seit gestern oben gestellt habe. Ich glaube, was für mich klar ist, dass ich versuchen werde, möglichst schnell mein Studium zu beenden, um dort auch im Berufsleben den Fuß zu fassen. Was ich mit dem Geld mache, weiss ich noch nie. Dann danke ich Ihnen vielmals für die ehrliche Antwort, Frau Marti. Auch für das Gespräch danke ich Ihnen vielmals. Für Ihre weitere Zukunft alles Gute und wir verabschieden uns hier vom Bundeshaus zu Bern.